Schmiererei oder Stadtverschönerung? Politisches Statement oder jugendlicher Übermut? Graffiti gehören heute zum Lebensgefühl einer Großstadt. Jedes Jahr kostet es Milliardenbeträge, Sprayereien entfernen zu lassen. Doch immer öfter wird mit Bildern aus der Spraydose auch gutes Geld verdient. Wann wird Vandalismus zur Kunst? Subkultur zum Mainstream? Das bin ich mit etwa 15. Das sind Static 5, Flash 199, Stitch 1. Er war mein Partner, mein Komplize. Das ist meine Seite. Snake 1, King of all Snakes, your dick. Your dick bedeutet verstanden, kapiert. Ja, ich hab's kapiert. We dig. Eddie Rodriguez alias Snake One ist ein Urgestein der Graffiti-Szene. Als Sohn puerto-ricanischer Eltern wuchs er Ende der 60er Jahre im Norden Manhattans auf. Und er war einer der Ersten, der seinen Namen an Häuserwände sprühte. Alle hatten einen Spitznamen. Je mehr Orte man mit seinem Namen markieren konnte, desto berühmter war man. Nur darum ging es uns. Man musste seinen Tag an so vielen Orten wie möglich hinterlassen. You had to tag your name as many places as you can. Das ist bis heute so. Das Ziel der meist jugendlichen männlichen Sprayer ist nicht ein politisches Statement, sondern möglichst sichtbar zu sein, zu markieren, im wahrsten Sinne des Wortes. New York ist bis heute voll von Graffiti. Aus den sogenannten Tags aus der Anfangszeit haben sich über die Jahre die Wandbilder entwickelt, die heute die Großstädte auf der ganzen Welt prägen. Graffiti bewegte sich sehr schnell von den Wänden New Yorks in die U-Bahn. Die U-Bahn wurde zum Mittel, um den Namen möglichst quer durch die Stadt zu tragen. Die Botschaft hieß: Ich existiere, das ist mein Name. Das war extrem aufregend. Dieser Form von Selbstmarketing konnte auch Eddie Rodriguez nicht widerstehen. Einmal wurde ich in einem Bus erwischt. Zwei Polizisten kamen. Sie sagten: Gib deine Dose. Ich gab sie ihnen. Dreh dich um. Alles, was ich hörte, war: Psst. Jetzt raus hier, wir wollen dich nie wieder sehen. Sie haben unsere Rücken gesprüht. P.D. Polizeidepartement. Ich hatte eine ganz neue Lederjacke. Die haben sie zerstört. Aber wenigstens wurde ich nicht verhaftet. Die Behörden versuchten, die illegalen Sprayereien zu verhindern. Sie vermuteten, dass Graffiti die Kriminalität erhöhen. Und tatsächlich dienten die Schriftzüge an den Wänden auch Gangs, um ihre Hoheitsgebiete abzustecken. Das erlaubte der Polizei, Graffiti und die Sprayer zu kriminalisieren. Und da gab es natürlich auch eine Rassenkomponente. Der dunkle, schwarze, mysteriöse Sprayer. Diese Charakterisierung hatte etwas Rassistisches, obwohl die Graffiti-Bewegung von schwarzen, weißen, puerto-ricanischen Jugendlichen eigentlich allen aus New York gestartet wurde. Die Bewegung wuchs und wuchs. Der Widerstand dagegen ebenfalls. Nichts war mehr sicher vor den Jugendlichen mit ihren schwarzen Filzstiften und Spraydosen. Du musstest schnell sein. In den Zug oder die Bahnhöfe schleichen war auch gefährlich. Später ging die Polizei mit Hunden zu den Abstellgleisen der Züge, damit wir dort nicht hin konnten. Es geriet völlig außer Kontrolle. So, it was really out of control. 1989 war das Ende der U-Bahn-Ära in New York. Sie setzten bemalte Züge einfach nicht mehr in Verkehr. Die U-Bahn transportierte die Namen nicht mehr, also wurde Sprayen sinnlos. Diesen Grundsatz befolgen die Behörden bis heute, nicht nur in New York. Den Sprayern die Öffentlichkeit zu nehmen, ist vielleicht die größte Strafe. Denn erwischt werden sie bis heute nur selten. Trotzdem verursachen sie hohe Kosten. Alleine die schweizerischen Bundesbahnen wenden pro Jahr mehr als 5 Millionen Franken für die Entfernung von Schmierereien an Zügen auf.
In Deutschland kostet die Entfernung illegaler Malereien von Häusern und Infrastruktur geschätzt 500 Millionen Euro pro Jahr. Im Gegensatz dazu sind diese Wandbilder Millionen wert. Banksy, das bis heute unerkannte Sprayer-Phantom, sprengt den Rahmen. Nicht nur finanziell. Sein Versteckspiel hat inzwischen wohl weniger mit den illegalen Bildern als mit Marketing zu tun. Unerkannt filmt jemand im Oktober 2018 an einer Auktion von Sotheby's, wie das Mädchen mit dem Luftballon versteigert wird. Bei rund 1 Million Euro fällt der Hammer. Was dann passiert, geht um die Welt. Das Bild schreddert sich vor aller Augen plötzlich selber. Es ist fast unmöglich, dass Sotheby's es nicht gewusst hat. Wenn man heutzutage weiß, was man da für Sicherheitsvorkehrungen unternimmt, die Arbeiten werden teilweise geröntgt auch und untersucht und alles, dann ist es schwer nachzuvollziehen, dass dieser schwere Rahmen, wo diese Schreddermaschine drin war, nicht aufgefallen ist. Aber es ist nicht nachzuvollziehen. Ironie der Geschichte: Das zerstörte Bild dürfte heute nochmals deutlich mehr wert sein als an der Auktion. Und es hängt mittlerweile in einem Museum. Stefan Kessler ist Unternehmer und Galerist. Er lebt in den USA, in den Hamptons. Graffiti sieht man hier nicht in den Straßen. Sie hängen höchstens in den Wohnzimmern der New Yorker High Society, die ihre Sommerhäuser direkt hier am Meer hat. Vor einigen Jahren bekam Stefan Kessler von einem befreundeten Galeristen einige Werke des damals noch kaum bekannten Banksy. 2008 habe ich nicht gewusst, wer Banksy war. Und da hat er mir diese Sachen geschickt. Und da war ich so begeistert, dass ich da gleich meine erste Banksy-Ausstellung gemacht habe, die sofort nach einer Woche ausverkauft war und ein Riesenerfolg war. Das Problem bei Banksys Werken: Meist sind sie an Hauswänden oder Mauern angebracht. Man kann sie nicht so einfach in eine Galerie verfrachten. Kommt dazu, dass die bemalte Mauer jemandem gehört. In Palästina ließ Kessler eine Hauswand mit Banksys nassem Hund abbrechen und in seine Galerie transportieren und erntete dafür heftige Kritik. Wenn man dann eben dahin geht und diesen Leuten, die nichts damit anfangen können, mit einem Stück zerstörter Mauer, weil andere Leute kommen hin und sie zerstören das, andere Street Artists, da, und sie geben dem zum Beispiel jetzt, sage ich mal, $20.000 oder $10.000 in Palästina, dann ist es so viel wie hier, wenn sie einem $1 Million geben. Den Weg von der Schmiererei zur Kunst haben auch diese Strichmännchen von Harald Nagerli genommen. Der Zürcher gehört in den 1970er Jahren zur Sprayer-Avantgarde Europas. Seine Wandmalereien will er als Ausdruck des Protests gegen das monotone Stadtbild verstanden wissen. Dafür muss er letztlich 6 Monate ins Gefängnis. Erst Jahrzehnte später erkennen die Behörden den künstlerischen Wert seiner Figuren. Seine Strichmännchen werden nicht mehr entfernt, sondern stattdessen konserviert. Erst im Dezember 2018 wird der zurückgezogen lebende Harald Nagerli quasi rehabilitiert. Er darf ganz legal seinen Totentanz an die Wände des Zürcher Großmünsters sprayen. Eine kurze Typologie der Straßenkunst. Begonnen hat es mit sogenannten Tags, Namenszügen, die flächendeckend mit Filzstiften hinterlassen werden. Diese Pseudonyme wurden verziert, vergrößert und zu eigenständigen Bildern. Der Name Graffiti bezeichnet eigentlich nur solche künstlerisch gestalteten Schriftzüge. Die Macher nennt man Writer. Etwa seit der Jahrtausendwende sieht man auf Wänden vermehrt auch sogenannte Street Art. Figurative Bilder mit zum Teil hohem künstlerischen Anspruch. Größere Wandgemälde werden auch ganz legal als Auftragsarbeiten und gegen Bezahlung gemacht. Die Sprayer nennen sich Artists. Die Artists und Writers teilen sich zwar die Flächen, haben aber sonst oft nicht viel miteinander zu tun. Manche Graffiti-Writer fühlen sich richtig beleidigt, wenn man sie Street Artists nennt. Street Art war für die braven Kinder. Man kann es so sagen: Skateboards stehen für Graffiti, Inlineskater für Street Art. That's like skateboard graffiti,
rollerblades are. Der Writer Osesh lebt in Islands Hauptstadt Reykjavik. Er macht Graffiti und sieht sich als Rebell, wie viele andere, die Reykjavik mit illegalen Schmierereien überziehen. 2008 riefen die Behörden den War on Graffiti aus. Reykjavik wollte zur graffitifreien Stadt werden. Sie haben einfach alles überstrichen. Auch Bilder, die die Ladenbesitzer extra bestellt und bezahlt hatten. Das verursachte viele Probleme. Sie haben einfach alles weggemacht. Doch der Krieg gegen die Sprayer kostete viel Geld. Eine Zeit lang hat es funktioniert. Sie hatten Geld und konnten die Stadt ein paar Jahre sauber halten. Doch nach der Finanzkrise fehlte das Geld. Jetzt streben wir ein Gleichgewicht an. Wir machen etwas, entfernen aber nicht alles. Die Stadt unterstützt Hauseigentümer, indem sie die Hälfte zum Entfernen oder Übermalen von Graffiti beisteuert. Doch es ist oft eine Sisyphos-Arbeit. Diese Wand hier und die Wände dort waren völlig bedeckt mit Graffiti. Die Anwohner wollten das ändern. Wir unterstützen sie, indem wir die Hälfte des Preises für die Farbe zahlen und sie alles wegmachen können. Vor zwei Tagen wurde hier wieder gesprayt. Die Anwohner werden es übermalen. Reykjavik ist trotzdem voll von Tags, Graffiti und Street Art. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem sind erst wenige Hausbesitzer im Projekt dabei und während der Wintermonate ist es schlicht zu kalt zum Übermalen. Um die illegalen Malereien zu reduzieren, bietet Reykjavik außerdem Zonen an, wo sich Sprayer sozusagen kontrolliert austoben dürfen. Solche Halls of Fame gibt es in vielen Großstädten. Sprayer wie Osesh können große, aufwendige Werke malen, die weitgehend akzeptiert sind. Kürzlich wurden seine Bilder aber übermalt. Mein Bild war während etwa zwei Jahren hier. Das ist eine lange Zeit für einen legalen Ort. Aber es muss alles vergehen. Eigentlich gibt es ein ungeschriebenes Gesetz unter Sprayern, dass bestehende Bilder nicht übermalt werden. Auf dieses Prinzip setzen manche Hausbesitzer. Sie lassen ihre Häuser offiziell bemalen, die so sogar zu Touristenattraktionen werden. Persönlich gefällt es mir sehr gut. Die Stadt wirkt viel lebendiger, wenn es gut gemacht ist. Weil die Häuser unterschiedlich hoch sind, gibt es viele leere Wände. Hausbesitzer und Street-Artists dürfen aber nicht einfach machen, was sie wollen. Sie beantragen eine Bewilligung, um ein Gebäude zu bemalen. Der Beamte gibt mir die Entwürfe und wir entscheiden, ob es angebracht ist, niemanden beleidigt und gut in die Umgebung passt. Die sogenannten Tags, die Namenszüge, gehören aber nicht dazu. Genau mit solchen verewigt sich Osesh überall in der Stadt. Weil es illegal ist, behält er seinen richtigen Namen lieber für sich. Ich könnte das immer und immer wieder machen und viel Spaß dabei haben. Als künstlerisch wertvoll geht es wohl eher nicht durch. Überhaupt sind auf der Insel mit rund 300.000 Einwohnern die wahren Mauerkünstler rar. Viele große Aufträge gehen deshalb an ausländische Street Artists. Einige Isländer haben damit Probleme, wenn Ausländer die großen Mauerbilder machen, die sie gerne machen würden. Ich mache das auch, wenn ich kann. Es gibt gutes Geld und macht Spaß. Solche bestellten Wandmalereien gibt es auf der ganzen Welt. Sie haben meist einen hohen künstlerischen Anspruch und sind aufwendig gestaltet. Ob legal oder illegal, Street Art ist inzwischen breit akzeptiert und ist in vielen Trenddestinationen längst Teil des Konzeptes. Wir müssen darüber diskutieren, ob Graffiti und Street Art Vandalismus sind oder nicht. Und ob sie nur dann authentisch sind, wenn nichts dafür bezahlt wird. Viele Leute urteilen über das, was beispielsweise die Graffiti-Writer machen. Die Kommerzialisierung geht inzwischen so weit, dass sogar internationale Unternehmen Graffiti und Street Art als Werbemittel einsetzen.
Ich finde es problematisch, wenn jemand von außen versucht, mit Subkultur Geld zu machen. Aber ich habe Freunde unter den Graffiti-Künstlern, die für Bekleidungsfirmen arbeiten konnten und dafür bezahlt wurden. Wenn die Geld kriegen, bin ich einverstanden, vor allem, wenn es um Turnschuhe geht. Snyder spielt auf die Späherin Claw an. Sie ist eine der wenigen Frauen der Szene und bekannt für ihre Klauenbilder. Von internationalen Sportmarken hat sie den Auftrag bekommen, Turnschuhe zu designen. Zusätzlich hübscht sie Secondhand-Kleider mit ihrem Logo auf. Vor die Kamera möchte sie aber nicht. Bekannte Street-Artists wie sie können sich seit einigen Jahren legal in Brooklyn betätigen. Unter dem Titel The Bushwick Collective ist eine riesige Freiluftgalerie entstanden. Einer der Sprayer, der hier eine Wand bemalen durften, nennt sich Deck. Für mich war es eine Ehre, dass ich bei Bushwick Collective mitmachen durfte. Sie haben mir erlaubt, einen guten Ort direkt an der Hauptstraße zu bemalen. Die Bewegung entstand bereits im Jahr 2003. Der Initiator der Bushwick Collective hatte gerade seine Eltern verloren und ein großes leerstehendes Fabrikgelände in Brooklyn geerbt. Er lud einige Straßenkünstler zu einer Feier ein und fühlte sich nachher besser. Ihm gefiel, was die Bilder in der Umgebung bewirkten. Zuerst ließ er alle Gebäude seiner Familie bemalen. Dann überzeugte er die Nachbarn, ebenfalls Wände zur Verfügung zu stellen. Aus dem heruntergekommenen Industriegebiet wurde so ein hippes Quartier. Deck und Jeff arbeiten zusammen. Jeff macht Graffiti-Touren mit Touristen und vermittelt Sprayer an Kunden, die eine Auftragsarbeit zu vergeben haben. Diese Wand konnte er kürzlich bemalen lassen. Auftragsarbeiten werden immer beliebter. Ein Ladenlokal möchte ein schönes Schild haben oder ein Büro braucht im Inneren ein schönes Bild, um die Atmosphäre zu verbessern, zu motivieren. Das ist eine gute Einnahmequelle für die Künstler. Sprayen ist bis heute an den meisten Orten illegal, wird zum Teil hart bestraft. Nützen tun die Verbote wenig. Sprayer wie Deck greifen trotzdem zur Dose. Man muss einfach gut überlegen, wo man seinen Namen platziert. Wenn man an einem auffälligen Ort sprayt, bekommt man Aufmerksamkeit. Aber wenn man cool bleibt, eher am Rand, dann wird man keine Schlagzeilen machen. Auch Deck wurde schon erwischt. Der Reiz des Verbotenen und der Adrenalinkick sind größer als die Angst vor den Konsequenzen. Die Ermittler suchen nach Beweisen, dass man das und das und das getan hat. Sie sagen, der Schaden beträgt $10,000. Wenn man Fotos gemacht hat oder Post auf Instagram, gilt das als Beweis und man kommt ins Gefängnis. Instagram nutzt auch der unbekannte Sprayer Banksy. Da er oft mit Schablonen arbeitet, können seine Bilder leicht kopiert werden. Echte Banksys postet er zum Beweis auf seiner Seite. Auch in New York hat er schon gewirkt. Per Zufall ganz in der Nachbarschaft von Graffiti-Experte Gregory Snyder. Der Hausbesitzer kam raus und fragte, was ist hier los? Ich sagte, da ist ein Banksy an ihrer Wand, das ist gut für sie. Als ich am nächsten Tag vorbeikomme, ist das Bild mit Plexiglas abgedeckt. 2 Tage später ist ein Stahlgerüst dort. 3 Tage später kamen Bauarbeiter und entfernten ein Stück der Betonmauer. Das war Galerist Stefan Kessler. Er hat das Mauerstück an der Art Basel für $400,000 angeboten, hat es aber nicht verkauft. Aus dem Geschäft mit Banksy-Kunst hat er sich zurückgezogen, glaubt aber immer noch an deren Potenzial als Wertanlage. Wenn man diese Arbeiten, die kunsthistorisch gigantische Meilensteine unserer Zeit sind, wenn man die 10, 20, 30 Jahre nicht berührt, wird sich das um ein Vielfaches
erhöht haben. Gehandelt wird mit Street Art und Graffiti nicht erst seit kurzem. Sean Snake One kam in den 70ern mit Galerien in Kontakt. Er war damals der Erste, der seinen Namenszug auf Leinwand verkaufen konnte. Letztes Jahr hatte ich eine Ausstellung in Paris. Dort zeigte ich meine alten Arbeiten aus den 70ern. Das wollten sie sehen, nicht die neuen Sachen. Ich habe viel aufbewahrt. Von den 6 ausgestellten Bildern konnte ich 3 verkaufen. Eddie Rodriguez konnte von seiner Kunst nie leben. Doch inzwischen gibt es viele Ortsgalerien, die sich ganz auf Street Art und Graffiti spezialisiert haben. Im Moment stelle ich Eric Incala aus. Er hat die 70er und 80er weiterentwickelt. Er ist ein Graffiti-Künstler mit Wurzeln in der Geschichte. Von der Mauer in die Galerie. So lässt sich richtig Geld verdienen. Als ich vor einem Jahr mit Eric sprach, stand er 4 Tage pro Woche hinter der Bar und malte nebenher. Heute ist er nur noch einen Tag in der Bar und wird Vollzeitkünstler. Der Künstler der letzten Ausstellung kann schon seit dem College davon leben. Als Honorar bekommt der Künstler, wie in der Branche üblich, die Hälfte des Verkaufspreises. Seit Mark Leader seine Galerie vor 3 Jahren eröffnet hat, lebt auch er vom Verkauf der Bilder. Auch in Tel Aviv sind Graffiti und Street Art längst fixer Bestandteil des Lebensgefühls. Die Trenddestination in Israel ist bekannt für ihre bunten Straßenbilder. Doch wann wird aus Vandalismus Kunst? Diese Frage beschäftigt den israelischen Industriedesigner Ariel Zuckermann. Er arbeitet mit Sprayern zusammen. Alles hängt vom Kontext ab. Wenn auf einer weißen Wand plötzlich ein Bild ist, kann es dem Besitzer gefallen oder nicht. Das wäre dann allenfalls Vandalismus. Aber wenn man Straßenkunst in einer Galerie ausstellt, sie in einen anderen Kontext stellt, wird sie zu Kunst. Er hat einen Weg gefunden, um Graffiti in die Wohnzimmer finanzkräftiger Kunden zu bringen. Dazu nutzt er eine Schwäche der Sprayer. Leere Bretter an Hauswänden locken sie an wie Motten das Licht. Die daraus entstandenen Salontische und Sideboards hat er an einer Designausstellung gezeigt. Das Echo war groß, nicht nur bei den Kunden und den Medien. Die Künstler haben die Artikel gesehen und uns kontaktiert. Sie fanden es eine gute Idee und wollten mitmachen. Wir haben die Zusammenarbeit mit zum Teil bekannten Graffiti-Künstlern gestartet und eine Ausstellung gemacht. Jetzt wird es größer und größer. Diese Künstler bezahlt er für ihre Arbeit. Die Möbel sind dann auch eher im oberen Preissegment. Es kommt darauf an. Wenn es ein bekannter Künstler und ein kompliziertes Stück ist, dann sind es einige tausend Dollar. Wenn er nicht so bekannt ist und ein einfacheres Stück, sind es 2.000-3.000 Dollar. Diese Bank haben wir mit dem sehr bekannten Künstler Dede gemacht. Seine typischen Pflaster sieht man in ganz Tel Aviv. Dede ist aber nicht der Einzige. Das Quartier Florentin in Tel Aviv ist der Hotspot für Graffiti-Künstler. Dieses Quartier wurde jahrelang vernachlässigt. Die Mieten waren tief und es hatte viel Platz für Künstlerateliers. Die vielen leerstehenden Gebäude wurden zur natürlichen Leinwand für Sprayer. Graffiti dienen mittlerweile in vielen Städten als Touristenattraktion. Amit ist einer der Guides in Tel Aviv, die den Besuchern die Geschichten hinter den Bildern näher bringen wollen. Es gibt viel Konkurrenz. Florentin wurde zum Hotspot. Ich versuche, so viel konkrete Informationen wie möglich zu geben. Dazu treffe ich mich mit den Künstlern und diskutiere über ihre Arbeiten. Die Kunsthistorikerin Yael Shapira dokumentiert seit über 10 Jahren die Graffiti-Szene in Tel Aviv. Die Gesellschaft nehme Graffiti längst nicht mehr nur als bedeutungslose Malerei wahr.
Wenn Kunst vielen Menschen etwas bedeutet, interessante Fragen und Diskussionen auslöst, ist sie relevant. Sie sollte schön sein. Manchmal ist aber gerade auch hässliche Kunst schön. Solange sie intelligent und allgemein verständlich ist, ist sie es wert, an den Wänden von Florentin zu sein. Street Art entwickelt sich zu einer weltweit etablierten Kunstform. In Florentin können sogar Touristen in Kursen zu Spraydosen greifen. Der Impressionismus wurde zuerst auch nicht akzeptiert. Heute ist er sehr bekannt. Ich glaube, das passiert auch mit Street Art. Heute ist sie voll im Mainstream angekommen. Künstler kommentieren mit ihren Bildern oft den Ort, an dem sie ihr Werk hinterlassen. Wenn man ein bestimmtes Kunstwerk auf der Straße betrachtet, verändert es seine Aussage, je nachdem, ob es in Berlin oder Tel Aviv steht. Der Kontext ist bei Street Art sehr wichtig. Vor allem politisch ist der Kontext an der Mauer zwischen Israel und den Palästinensergebieten. Sie ist höher als die Berliner Mauer und eine unendliche Leinwand für Sprayer. Der bekannteste? Banksy. Hier hinterlässt er seit Jahren seine politischen Statements. Jamil Khader von der Universität Bethlehem befasst sich wissenschaftlich mit Banksy. Eines von Banksys Werken hier, die Engel. Der Spalt zwischen ihnen vermittelt den Eindruck, die Engel versuchten, die Grenzmauer auseinanderzuziehen, die Israel um die Westbank gebaut hat. Es ist ein Kunstwerk mit einer politischen Aussage zur sozialen Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und auch die Israeli. Banksy ist längst zu einer Marke geworden. Alleine, dass er hier war, lockt Touristen an die Mauer. Diese Popularität versucht er für seine Zwecke zu nutzen. In Bethlehem hat er direkt an der Mauer das Walled Off Hotel eröffnet. Diese Wet Dog oder The Girl with Balloon, diese Originalarbeiten, oder das sind Sachen, die ein Statement haben. Aber jetzt dieses Hotel da, das ist jetzt also ein bisschen nicht Banksy-like, aber es ist spektakuläres Marketing-Tool. Deshalb bewirbt Banksy das Haus ironisch als das Hotel mit der schlechtesten Aussicht der Welt. Die Touristen kommen noch aus einem anderen Grund. Es ist ein Tourismus, der sich auf Regionen bezieht, wo Tod ein Thema ist. Dystopie, Zerstörung, Besetzung und Kontrolle spürbar sind. Gegen 200.000 Besucher hatte das Hotel in den letzten zwei Jahren. Viele von ihnen wären ohne Banksy wohl nicht ins palästinensische Bethlehem gereist. Wegen des World of Hotels wurden viele Geschäfte eröffnet. Die Bewohner von Bethlehem verdienen am Hotel. Banksy hat nichts mit dem Business hier zu tun. Aber er hat das Hotel ermöglicht und durch seine Kunst in Bethlehem viel bewirkt. Bis heute weiß niemand, wer Banksy ist. Dieser Nimbus ist seine stärkste Marketingwaffe. Nur der Hotelbesitzer ist dem Phantom schon begegnet. Banksy ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wir sind seit 2005 befreundet. Bis jetzt haben es neben Banksy mit seinem Schredderbild nur wenige Sprayer ins Museum geschafft. Das wird sich ändern. Ein originaler Deck neben Van Gogh? Wieso nicht?